Hallo Leute, was geht? Hier ist mal wieder euer Sergeant Pepper am Start. Und heute habe ich hier den zweiten Teil des Let's Plays von Borderlands The Pre-Sequel am Start. Und ja, das letzte Mal haben wir ja gerade die Mission von Springs angenommen, dass wir den Deadlift erledigen sollen und uns den Destruct-Schlüssel holen sollen. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall auch gleich machen. Da begeben wir uns jetzt mal auf den Weg. Ich glaube, wir müssen hier vorne gleich so ausprobieren. Bis dahin können wir noch ein paar kleine Viecher umlegen, die wir eigentlich auch selber analysieren sollten. Ja, warum sich der Sound gerade so dumpf anhört, kann ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir hier außerhalb einer Atmosphäre sind. Und wir müssen wieder innerhalb einer Atmosphäre, damit sich das Ganze dann wieder normal anhört. Mal schauen. Ja, ich glaube, ich habe recht. Also jetzt hört sich die Schüsse wieder einigermaßen normal an. Und diese blauen Teile, die wir hier die ganze Zeit sehen, das sind diese Sauerstoffkanister, die die Gegner hier halt regelmäßig droppen, damit man hier halt so eine, weiß ich nicht, Sauerstoffzirkulation hat, damit überall immer genug Sauerstoff da ist. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier auf der Karte so ungefähr hier lang, um dann hier hinzukommen. Ich trinke gerade mal noch ein Schlückchen Kaffee. Wir haben jetzt ziemlich genau 12 Uhr. Offiziell kommt das Spiel erst in einer Stunde raus. Das heißt, ich habe den anderen Deutschen, die sich das normal holen, sozusagen, jetzt noch eine Stunde voraus. Keine Ahnung, ich guck mal, wie lange ich noch Videos mache. Naja, er hat auch meinen Moonzumi Digi-Strut-Schlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist. Oh, fuck, ich hab noch meine Munition. Muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Sarpedon. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Tja, schade. Denn ich werde dich mit Freuden killen. Bitte. Ganz wie du willst. Deadlift, hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Auf welches Schiff? Ich lass mir doch von keiner Tussi was befehlen, die mich eingebuchtet hat. Ja, wohin? Ja, okay, doch. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Seite. Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten! So typisch Borderlands. Ja, komme ich hier nicht lang, oder wie? Was? Wieso komme ich hier nicht lang? Das ist ja voll mager und ich kann auch noch keine Fahrzeuge spawnen. Und ich bin den Weg irgendwie falsch gelaufen anscheinend. Oder ich raff einfach nicht, wo ich lang muss, ganz ehrlich. Wo muss ich denn hier lang? Ah, okay. Ja, scheint so, als müsste ich hier so ein bisschen... Ich glaube, ich gehe mal hier hoch und gucke mal, ob ich hier lang komme. Mit den Doppelsprüngen ist man jetzt ja immer so recht mobil. Würde ich behaupten, boah, da ist eine Truhe. Erstmal dick looten gehen hier. Das habe ich auch so in Borderlands 2 vermisst. So, wenn man irgendwann halt alle Items hat, dann sind so normale Items aus Steam, so grüne Items oder so, sind einfach schon so richtig uninteressant. Und man macht es auch einfach nicht mehr. Oh, scheiße. Kämpfe um dein Leben. Egal, ich flieg mal schnell weg. Ich laufe mal hier kurz schnell aus dem AK. Wir müssen hier unten hin. Das gibt's ja wohl nicht. Das war aber echt schwer zu finden. Also so schwer war noch nie irgendwas in Borderlands für mich zu finden. Alles klar. Hier sind wir jetzt. Auf jeden Fall müssen wir. Wir gehen einfach mal schnell rein. Regolith Range. Dead Drop, alles klar. Läuft bei uns auf jeden Fall. Ich kaufe mir mal ein bisschen neue Munition für den Revolver. Und ich stelle keine Frage. Das ist natürlich wie immer sehr gut, Markus. Zack. Sehr gut. Munition ist auf jeden Fall mit an Bord. Und Alter, was ist das denn abgefahren? Das sieht so aus wie so ein bisschen so wie so ein Transformer, der da so liegt. Mit seinem Maul. Die
Sie sich meinem Schiff nähern? Ich werde in die Luft aufsteigen und euch mit einer Arschbombe zerquetschen! Viel nichts! Ey, wie macht man eigentlich diesen Jumpdown? Das muss ich mal gleich ausprobieren. Oh, piss dich mal. Ja, okay. Das mit dem Sniper funktioniert doch besser. Zack. So. Und Nummer 3. Zack. Also, im Sauerstoff müssen wir uns, glaube ich, hier nicht so viele Gedanken machen. Weil die Gegner droppen auf jeden Fall diese Sauerstoff-Kits doch schon recht regelmäßig. Oh, shit. Dieser Typ schmeißt mich mit irgendwelchen Frisbees ab, wie es aussieht. Also es ist auch auf jeden Fall eine neue Gegnerart, die sich die Macher hier ein bisschen innovativ ausgedacht haben. Zwei blaue. Oh ne, es waren einfach nur zwei Sauerstoffkits. Ich dachte schon, ich bekomme einen coolen Gegenstand. Wäre natürlich zu schön gewesen. Ja, ich glaube, wir müssen hier lang. Oder? Nee. Oder auch nicht. Können wir hier hoch? Nee. Also gut. Ja. Das scheint hier das Raumschiff von Deadlift zu sein, den wir erledigen sollen. Und wir fliegen hier mit unseren Supersprüngen schön hin und her. Deadlift benutzt dieses Sprungpad als Eingangstür. Das solltest du auch tun. Oh, ey. Ich hab das Sprungpad deaktiviert. Ach man. Verzeih mir, Sprungpad. War nicht so gemeint. Mist. Geh hoch zu der geothermischen Schaltanlage. Sieh nach, wo es hakt. Zack. 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 Headshot. Ach, Snipen macht in Borderlands 2 doch schon echt immer wieder Spaß. Zack. Headshot. Ach, was ist das hier denn für ein Gerät? Das sah aus wie so eine kleine Minimotorsäge, die dazu umfunktioniert ist. Nein! Was? Dieser Drecksack. Mich runtergeschubst. Oha. Voll asozial. Naja, nicht so schlimm. Ja, scheiße, ne? Echt mager. Egal. Nicht so schlimm. Hatte ich hier schon wieder? Ne, hier habe ich voll Munition. Naja, egal. Passiert jedem Mal. Also, hier ist Nummer 1. Zack. Was? Die Sniper hier ist so OP. Okay. Einfach generell ein Borderlands. Snipen ist eigentlich, solange man gegen Minions spielt, also nicht gegen Raid-Bosse, Snipen eigentlich gerade im Early Game ziemlich effektiv. So. Ja, einfach richtig gut wegsnipen. Mit diesen schönen großen Blasen um den Kopf heran. So perfekt, One-Shot, One-Kill-Style. Ich glaube, ich mache den nächsten Skillpunkt wieder in rücksichtslos rein, weil Kills während Showdown verlängern, die Zeit ist schon echt ein brutal geiler Skill und es schickt mich irgendwie. Also ich glaube, da werde ich jetzt erstmal die nächsten paar Skillpunkte rein investieren, aber ich will jetzt wissen, wie ich den verdammten Jump mache, also diesen Booster, und das werde ich jetzt auch mal ganz kurz nachgucken. Option, Tastatur, Maus, Tastenzuweisung. So. Sprung, Space, Waffe,
Nächste Waffe. Granate werfen, Handbremse. Hoch. Hier steht noch gar nichts. Mager, hier steht noch nicht so zum Slamdown, aber vielleicht wird einem das, oder zur Arschbombe. Ich habe keine Ahnung, wie sie es nennen, aber ich glaube, es wird einem noch erklärt, von daher chill ich da erstmal noch kurz. Und hier ist der Schalter. Um was genau nochmal. Oh, was war das denn? Oh, die Sicherung ist hin. Aber ich habe eine Idee. Ich habe einen schönen Elektroschock bekommen. Ich bin die Sicherung. Wenn der Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Okay. Es tut höllisch weh. Ja, das muss ich voll, ne? Und jetzt kill den Typ, dann kannst du nach Concordia. Warum sind diese Hyperion-Ärsche noch am Leben? Welchen Typen? Ich glaube, ich habe ein paar Spritzer abgekriegt. Wow. Zack. Perfekt. Oh nein, bin ich nicht. Egal, ich gehe. Boah, ich springe einfach halt runter. Ich muss das jetzt eigentlich ja doch davon hier schaffen. Oh oh. Nein, nein! Scheiße. Oh fuck. Ich komme hier nicht mehr hoch. Alter, ich bin so schlecht. Oh Mann. Ich hätte einfach runtergehen sollen. Egal. Echt mager. Alter, ich sterbe aber so die ganze Zeit. So schlecht. Aber egal. Also, jetzt können wir das Sprungpad wieder benutzen. Um in den Rachen von dem Transformer zu gelangen. Sieht übrigens echt aus wie ein Transformer. Wie als die in diesem Eis gefroren sind. Aber egal. So, Sprungpad benutzen. Boah. Ich durfte nie ein Sprungpad benutzen. Das war so klar, dass jetzt so ein Streit entsteht. Unschuldige sterben sehen. Aber trotzdem, Sprungpads. Das ist die beste Argumentation. Sprungpads. Einfach als Argument. Sprungpads. Dafür liebe ich den Borderlands Humor. Noch mehr Sprungpads. Ja. Hustis. Deadlift. 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 The boss fight has landed. Ach so, ist das der erste offizielle Bosskampf? Nein, wir hatten doch schon einen. Da ist er. Kill den Idioten, dann kann ich dich näher an Concordia und das Störsignal ranbringen. Ich kann's kaum erwarten, Alter. Deine Leiche Alter. Auf ein Sprungbrett zu werfen und zuzusehen. Saugeil gemacht mit diesen Sprungbrettern hier. Das schickt echt richtig. So, wo ist er denn, der gute Deadlift. Jumpt hier hinten rum. Da oben ist er. So. Ey. Das ist aber mit den Sprungpads halt schon echt ätzend, wenn man die Leute. Was? Was hat er jetzt gemacht? So. Ich springe ihn mal schnell weg. Was? Ich muss weg in Deckung. Oh oh. Das war gerade ganz schön knapp hier für mich. Deswegen muss ich gerade mal ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich sterbe, weil das war gerade echt ganz schön knapp. Okay. Ey, ich hab echt keine Leben mehr. Echt ziemlich schlecht. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr aufpassen sollen. So. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie viel Munition ich noch habe. Oh scheiße. Ich bin tot. Oh, ich lebe noch. Oh, ich bin schon wieder tot. Ja, ich glaube, das wird hier gerade so gar nichts. Oh, doch. Oh. Ja. Zack, zack, zack. Ich hab's geschafft. Ja, moin.
Also der Typ ist echt scheiße. Aber warte mal, ich hab ja noch eine andere Waffe. Was? Schon wieder? Der Typ ist so brutal. Boah, perfekt. Boah, danke, 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 danke. So, ich brauche immer gerade diese Waffe hier. Ich weiß nicht. Oh, scheiße. Ich muss den Bällen ausweichen, indem ich in Bewegung bleibe. Dieser Bosskampf ist echt scheiße, Mann. Ich finde den nicht mehr. Wo ist der denn? Ich muss mir jetzt irgendwie mehr Leben abziehen. Wo ist der denn? Da unten. Ja, man muss aber von den Ebenen wegbleiben, die der schafft, sonst ist man richtig am Arsch. Wenn man den Skill hat, kann man damit richtig schön. Da kann man ein richtig ätzender Endboss. Richtig nervig. Aber egal, jetzt haben wir einen. Zack. Wow, halt so, wow, wenn der die erste geile Waffe uns gedroppt hat, die erste Unique, die wir bekommen, das wäre schon echt geil. Zack. Wow, fett. Die Wanderkraft, unsere erste Unique Laser. Oh, was ist, oh, wie geil ist das denn? Wow, also vom Look her erinnert sie ein bisschen an die Commerce. Aber die Alternating Wanderkraffen. Boah, wie cool ist das denn? Und was schießt die so? Boah, das ist so eine richtige Lasergun. Alter. Und die explodiert beim Nachladen. Alter, wie fett ist das denn? Ja, okay, die Waffe schickt schon echt richtig brutal, ne? Alter, coole Sache. Mit Schock, also mit dem Schockelement. Boah. Ja, das ist auf jeden Fall ein fetter Fang, beziehungsweise eine ziemlich gute Beute, würde ich doch behaupten. Und, ja, was müssen wir jetzt machen? Den Schlüssel holen. Aha. Und wo ist der? Zack. Echt kompliziert hier oben mit den ganzen Sprüngen und so. Nein, 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 nein. Nein, ich will da drüben bleiben. Danke. So, hier drauf und dann hoch. Schwupps. Ah, genau, da müssen wir nämlich hin. Ich kann hier auch noch ein bisschen meinen Sauerstoff verbrauchen. Den brauche ich nämlich ansonsten ja eh nicht. Sehr gut. So. Dann ab rein in die gute Stube. Alles klar, natürlich im Klo. Bin ich froh, das zu sehen. Heb's auf. Alles klar, mache ich doch glatt. Wo du den Digistruck-Schlüssel hast, kannst du eine meiner Mondsumis bei der Dahlstation anschalten. Begib dich hin. Aber Vorsicht, nach den großen Bersten haben sich dort Skeffs eingenistet. Wo? Oh. Zur Sumi-Station. Alles klar. Schatzkisten. Das habe ich schon verstanden, danke. Was nehme ich mir denn hier mit? Sind bei beiden Malen Pistolen. Dann noch nicht mehr wirklich. Ja, die sieht ganz cool aus. Die sieht ganz cool aus. Ja. Die chillt doch. Also die werde ich auf jeden Fall erstmal behalten. Alles klar. Gehe zur Mond-Sumi-Station. Alles klar. Oh, ich will mal meinen Lasergun ausprobieren. Diese Sauerstoffgeysire füllen dein Auskit wieder auf. Einfach reinstellen und tief durchatmen. Alter. Boah, Alter, diese Laserwaffe geht ja so brutal ab. Richtig brutal. Richtig geil. Boah, schickt die mich. Die ist echt. Wie heißt die? Kann ich gleich mal die Wanderkraffen. Wanderkraffen mit V. Ja, chillig. Auf jeden Fall eine sehr geile erste, wirklich selber bekommene Waffe. Mal schauen. Gehe ich überhaupt den richtigen Weg gerade? Ich glaube leider nicht. Ups. Wo muss ich denn jetzt wieder lang? Aha.
Ich muss es, glaube ich, so rum. Sein letzter Wille. Eine Mission ist verfügbar. Okay. Also, ich gehe auf jeden Fall mal hier lang. Guck mal, was es hier noch so gibt. Kragonpass. Alles klar. Ja, chillig. Diese ganzen Kragon-Monster schön zerstören. Wow. Ah, geil. Also das mit diesen... Ich hätte richtig gerne mal so eine Freezing-Weapon. Weil die sind ja dann nochmal anders. Also die Laser und die Freezing... Laser und die Eiswaffen kamen ja so als neue... Elementwaffen, sage ich jetzt mal, hinzu. Okay, hier hinten gibt es eine Quest. Ui. Erstmal gucken. Scheidquest. Sein letzter Welle und wir kriegen Skin. Nehme ich natürlich mal an. Aktive Mission, danke. Weiß ich auch. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, das ist vielleicht mal gerade ein ganz guter Punkt, um den zweiten Teil vom Let's Play zu beenden, weil, keine Ahnung, ich merke gerade schon, dass ich so langsam ein bisschen müde werde, weil es ist auch jetzt mittlerweile... Entschuldigung. Kurz nach 12. Ich habe den ersten Teil schon gedreht und wahrscheinlich schon gerade hochgeladen und ich würde einfach mal sagen, es reicht für heute, auch wenn der Teil jetzt ein bisschen kürzer ist als der erste Teil, aber ich glaube, ich werde mich da nicht so auf eine Einheitslänge sozusagen einigen können, sondern ich werde es einfach immer so machen, wie ich gerade Bock drauf habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch diesmal wieder gefallen bzw. Spaß gemacht, einfach ein bisschen zuzugucken. Und ja, dann haut ihr rein, Leute, und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Tschüss!